Even though I won't be president, I'll always be with you till the last dog dies. Obwohl seine Amtszeit mit dem letzten Jahrhundert endete, Bill Clinton hat Wort gehalten, er ist geblieben. Man kann ihn mögen oder auch hassen, aber langweilig kann man Bill Clinton nicht finden. Nicht mehr im Amt, nach einer schweren Herzoperation schlank geworden, erscheint Bill Clinton genauso präsent, aktiv und energiegeladen wie während seiner achtjährigen Präsidentschaft. Sie hätten ihn sehen sollen, wie er von Stadt zu Stadt, von Land zu Land zog. Ein Energiebündel. Als ich ihn das erste Mal erlebt habe, war ich beeindruckt, wie gut er ist. Ich fand ihn sehr attraktiv und witzig. Er war jemand, der einen ständig forderte und immer glücklich machte. Jemanden wie Bill hatte ich noch nicht getroffen. Egal, ob er seine Autobiografie schreibt, seine Präsidentenbibliothek eröffnet, politische Freunde wie John Kerry oder seine Frau Hillary unterstützt, Spendenkampagnen für AIDS-Kranke, Terroropfer oder die Überlebenden der Tsunami-Katastrophe vom Dezember 2004 organisiert. Bill Clinton macht noch immer von sich reden. Nach dem verheerenden Tsunami, der Südostasien ohne Vorwarnung heimgesucht hat, leistet die ganze Welt dort Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Wenn Sie diese lebensrettende Arbeit bereits unterstützt haben, danke. Von Clintons Präsidentschaft sind politische Erfolge in Erinnerung geblieben. Aber ebenso der Monica Lewinsky-Skandal, der ihn fast das Amt gekostet hätte. Ich hatte keine sexuellen Beziehungen mit dieser Frau. Ich habe etwas Unrechtes getan. Er hat keine unveränderlichen Grundsätze, für die er alles geben oder nur seine Karriere opfern würde. Ich glaube, ich habe etwas aus einem nicht zu rechtfertigenden Grund getan, einfach weil ich die Möglichkeit dazu gehabt habe. Das ist der moralisch am wenigsten vertretbare Grund, den man für sein Tun haben kann. Nach all den Jahren im Rampenlicht rechtfertigt sich Bill Clinton noch immer, versucht seine Präsidentschaft ins rechte Licht zu rücken. Er war der erste Präsident Amerikas, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. Der erste, der sein Amt nach dem Kalten Krieg antrat. Er musste die Rolle der einzig verbliebenen Supermacht neu definieren. Clinton hat dafür gesorgt, dass die Vereinigten Staaten immer noch eine Weltmacht sind. Im Inland hat er das Bild der Demokratischen Partei verändert. Wer hätte sich vorstellen können, dass ein Demokrat die Regierung verkleinern, den Haushalt ausgleichen und die Staatsschulden verringern würde? Niemand hätte das vor Bill Clinton mit den Demokraten in Verbindung gebracht. Er hat nie den einfachen Weg gewählt. Seine ganze Laufbahn widerspricht jeder Wahrscheinlichkeit. Dass dieser arme Junge aus Arkansas schaffte, diesen Job zu bekommen und dann ein Trauma und eine Krise nach der anderen überstand und dabei noch Präsident blieb, wirkt wie ein Zaubertrick von Houdini. Eines der großen Themen seiner politischen Karriere war Überleben. Probleme zu überwinden hat Bill Clinton von klein auf gelernt. Sein Vater William Blythe stirbt noch vor seiner Geburt bei einem Autounfall. Seine Mutter bringt ihn am 19. August 1946 in Hope, Arkansas zur Welt. Das Kind trägt den eindrucksvollen Namen William Jefferson Blythe IV. Seine Mutter Virginia Blythe bringt den Sohn zu ihren Eltern, zu Edith und Eldridge Cassidy. Er ist noch kein Jahr alt, als seine Mutter, eine Krankenschwester, nach New Orleans zieht, um Anästhesistin zu werden. Bill lässt sie bei den Großeltern zurück, die einen kleinen Gemischtwarenladen betreiben. Sein Großvater wurde für ihn zu einer Art Ersatzvater. Er verbrachte viel Zeit mit ihm. Seine Mutter Virginia kehrt 1950 nach Hope zurück und heiratet einen Autohändler namens Roger Clinton. Zwei Jahre später zieht die Familie in das für seine Mineralquellen bekannte Hot Springs und baut sich dort eine neue Existenz auf.
1956 wird Bill Clintons Halbbruder geboren, Roger Jr. Im Garten wurde Football gespielt, ebenso Basketball. Und im Hintergrund lief immer Musik. Musik ist aus Bills Jugend nicht wegzudenken. Besonders die Big Band-Klänge und Bebop-Jazz haben es ihm angetan. In der Highschool beginnt er Tenorsaxophon zu spielen und tritt mit der Schulband auf. Virginia Clinton fördert das musikalische Interesse ihres Sohnes. Diese Videos lassen ahnen, dass sie das Zuhause der Clintons in ihrer lebenslustigen, offenen Art zu einem angenehmen Ort machte. Es wurde viel gesprochen, häufig über sehr ernste Themen. Wenn Frau Clinton, Virginia, von der Arbeit nach Hause kam, warf sie ihre Tasche auf einen Stuhl und begann das Gespräch gewöhnlich mit: Ihr könnt euch nicht vorstellen, was heute passiert ist. In ihrer Welt gab es zwei Wahrheiten. Die eine war, so etwas wie ein Morgen gibt es nicht. Und die andere, dass die Menschen, die sie liebt, ihre Familie, nichts Unrechtes tun können. Das gilt auch für ihren Ehemann Roger Clinton, der sie nach Saufgelagen häufig misshandelt. Bill wird der Vermittler und Tröster. Er schlüpft in die Rolle des Mannes in der Familie. Er ist groß für sein Alter und reifer als die meisten Gleichaltrigen. Ein aufgeweckter und beliebter Schüler. Er wollte alle anderen in der Klasse übertreffen, egal in welchem Fach. Er wollte alles können. Er war ein Erfolgstyp, aber auch ein Anführer. Er war der Präsident, der Bandleader. Clintons Schulleistungen verschaffen ihm einen Platz im Sommercamp der patriotischen Veteranenorganisation American Legion. Dort wird er ausgewählt, Arkansas bei einer amerikanischen Jugendkonferenz, der Boys Nation, in Washington zu vertreten. Im Juli 1963 trifft Bill Clinton in Washington ein. Zwei Wochen lang hat er Gelegenheit, hinter die Kulissen der Politik zu schauen, mit Kongressabgeordneten und Senatoren zu sprechen und, am aufregendsten von allem, sein Idol Präsident John F. Kennedy zu erleben. Als er das Bild, wie er John Kennedy die Hand schüttelte, nach Hause brachte, eine Mutter weiß, wie das ist. Bill wird klar, dass seine Zukunft in der Politik liegt. Er schreibt sich im Herbst 1964 an der Schule für den diplomatischen Dienst der Georgetown University in Washington ein. Da ist er also, 17 Jahre alt, der einzige aus dem Süden stammende Baptist an einer von der katholischen oberen Mittelschicht dominierten Universität. Und nur anderthalb Monate nach seiner Ankunft in Washington ist er der Vorsitzende der Erstsemester. Er ist derjenige, der jedem neuen Studenten die Hand schüttelt und sagt: Hallo, ich bin Bill Clinton aus Hot Springs, Arkansas. In Georgetown beginnt Clintons politische Ausbildung. Er studiert internationale Politik. Er bekommt einen Job im Büro von Senator J. William Fulbright. Fulbright ist ein entschiedener Kritiker des Vietnamkrieges und Clinton schließt sich seinen Ansichten rasch an. Der Vietnamkrieg verändert das Lebensgefühl. Immer öfter gibt es Studentenunruhen. 1967 kandidiert Clinton für den Vorsitz der Studentenvertretung. Doch er passt nicht in die nonkonformistische Stimmungslage auf dem Campus. Sie lehnten ihn als eine Art Newt Gingrich-Typ ab. Der ist ideologisch konservativer als Clinton, aber jemand, den das rebellische Gefühl nicht unberührt lässt. Neben der Niederlage hat Clinton die Nachricht zu verkraften, dass sein Stiefvater an Krebs gestorben ist. Ich glaube, Verluste haben Clinton stärker geprägt als Siege. Der Verlust des Vaters ist ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben. Clinton war immer auf der Suche nach Bestätigung. Zurück in Washington beschließt Clinton, in die Fußstapfen seines Mentors, Senator Fulbright, zu treten und bewirbt sich für ein Rhodes-Stipendium an der englischen Universität Oxford. Im Sommer 1968 erhält Bill Clinton die Zusage. Er ist einer von 32 Rhodes-Stipendiaten. Doch die Freude wird durch die Nachricht getrübt, dass Hochschulabsolventen zukünftig nicht mehr vom Militärdienst freigestellt werden. Sein Jahrgang war damit der erste der amerikanischen Bildungselite, der sofort nach dem Studienabschluss eingezogen werden konnte. Das Einberufungskomitee von Hot Springs machte für Bill Clinton eine kleine Ausnahme. Sie ließen seinen Bescheid erst einmal in der Schublade liegen und ihn erst einmal rüber nach Oxford gehen.
Im Oktober 1968 geht Bill Clinton an Bord der United States nach England. In den heiligen Hallen der Gelehrsamkeit der Universität von Oxford studiert er Politik, Philosophie und Volkswirtschaft und diskutiert politische Fragestellungen mit seinen Dozenten. In seiner Freizeit reist er viel durch Europa und in langen Debatten erörtern er und die anderen Rhodes-Stipendiaten, darunter Robert Reich, den Krieg und die Einberufung von Akademikern. Bezüglich Vietnam war das wichtigste Thema die Rechtmäßigkeit des Krieges. Wir sprachen immer wieder darüber, ob wir kämpfen sollten, warum wir dort waren, ob dieser Krieg ein notwendiger Krieg war, ob wir als Einzelne es mit unserem Gewissen vereinbaren könnten, in einem solchen Krieg zu kämpfen. Das wesentliche Argument, das alle anführten, war, dass diese Leute, die der Gesellschaft so viel geben konnten, die so klug und begabt waren und die Welt verbessern wollten, so verrückt und unmoralisch wären, ihre Leben in einem sinnlosen Krieg zu vergeuden. Aus der theoretischen Diskussion wird im Mai 1969 ernst. Clinton wird in Arkansas vor den Einberufungsausschuss zitiert. Er hat drei Möglichkeiten: in einem Krieg kämpfen, den er ablehnt, verweigern und mit Strafverfolgung rechnen oder in die Nationalgarde einzutreten bzw. am ROTC-Programm teilzunehmen. Am 17. Juli trifft Clinton den Verantwortlichen des ROTC-Programms der Universität von Arkansas, einen gewissen Oberst Holmes. Er unterschreibt und bekommt einen Aufschub für die Einberufung. Doch Ende 1969 wird die Truppenstärke in Vietnam schrittweise verringert und die Regierung beschließt einen neuen Einberufungsmodus nach dem Losverfahren. Am 1. Dezember 1969 findet die erste Ziehung statt. 007. Clinton hat aufgrund seines Geburtsdatums die Nummer 311. Es ist klar, dass er mit einer so hohen Nummer nicht eingezogen wird. Zwei Tage später schreibt er an Oberst Holmes. Er macht einen Rückzieher und erklärt, das ROTC-Programm habe für ihn einen Kompromiss dargestellt. Jetzt habe er kein Interesse mehr, daran teilzunehmen. Stattdessen beendet er sein zweites Studienjahr in Oxford und im Herbst 1970 schreibt er sich an der juristischen Fakultät der Yale University ein. Er wollte nicht wirklich Anwalt werden. Er ging nach Yale, weil es eine Eintrittskarte war. Viele seiner Freunde aus Oxford gingen nach Yale. Es war die damals führende Universität für Rechtswissenschaften. Er baute dort Verbindungen auf, die für den Rest seines Lebens wichtig blieben. Die wichtigste war Hillary Rodham. Hillary Rodham ist selbst ein aufsteigender Politstar. Mit einer leidenschaftlichen Rede bei der Abschlussfeier ihres Jahrgangs hat sie landesweit Aufmerksamkeit erregt. Sie hatte den Hauptredner heftig attackiert und ihm vorgeworfen, die Anliegen ihrer Generation zu ignorieren. Wir beide waren beim Mittagessen, als Hillary vorbeikam. Ich stellte sie ihm als herausragende Kommilitonin vor. Das war's. Es hat offensichtlich wenig Eindruck auf sie beide gemacht, denn sie glaubten sich erst Wochen später in der Bibliothek kennengelernt zu haben. Ich fand ihn sehr attraktiv und witzig. Er war jemand, der einen ständig forderte und immer glücklich machte. Jemanden wie Bill hatte ich noch nicht getroffen. In gewisser Hinsicht sind die beiden sehr gegensätzlich. Während Hillary sehr direkt spricht, eine disziplinierte Denkerin ist, spricht Bill in Analogien, verpackt in südlichen Charme. Zusammen sind sie unschlagbar. Sie ergänzten und ergänzen sich ganz hervorragend. Ihre Beziehung ist eine der intellektuell, politisch und emotional reichsten, die ich kenne. ...1972 beteiligen sich beide als Freiwillige an der Wahlkampagne von Präsidentschaftskandidat George McGovern. Clinton wird nach Texas geschickt, um den dortigen Wahlkampf zu organisieren. Im Herbst gewinnt Präsident Nixon in einem Erdrutschsieg. McGovern hat gerade einmal 33% der Stimmen erhalten. Clinton erkennt, dass die Demokraten dabei sind, ihre traditionellen Wähler aus der Arbeiterklasse zu verlieren.
Bill Clinton stieg in die Politik ein, als für seine Partei, die Demokraten, gerade ein langer, langsamer Niedergang begann. Die weiße Arbeiterklasse begann, sich von den Demokraten abzuwenden. Damit musste er sich ständig auseinandersetzen. Nach seinem Abschluss in Yale kehrt er 1973 nach Arkansas zurück. Hillary zieht nach Washington, wo sie beim Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon mitarbeitet. Watergate hat die Republikaner in die Defensive gebracht. Clinton möchte diese Situation nutzen und bewirbt sich um einen Sitz im Kongress. Er kandidiert gegen John Paul Hammerschmidt, der sich in Arkansas zur Wiederwahl stellt. Clinton verfehlt den Sieg um 800 Stimmen. Doch er ist weit davon entfernt, entmutigt zu sein. War er vorher ein Niemand, so gilt er jetzt als Arkansas aufsteigender Stern. Seine Niederlage gegen John Paul Hammerschmidt hat Clintons Karriere eigentlich erst möglich gemacht. Bill Clintons knappe Niederlage bei den Kongresswahlen im Jahr 1974 ist der Beginn seiner politischen Karriere in Arkansas. Zugleich markiert sie einen Wendepunkt in der Beziehung mit Hillary Rodham. Hillary hat nun die Wahl zwischen einer eigenen politischen Karriere in Washington und Bill Clinton. Ob nun aus Liebe oder Politik, sie entscheidet sich für Bill Clinton. Am 11. Oktober 1975 heiraten sie. Sie kaufen ein Haus in Fayetteville in Arkansas. Wie Bill lehrt auch Hillary an der juristischen Fakultät der Universität. Ein Jahr später kandidiert Clinton für das Amt des Justizministers von Arkansas und gewinnt mit überzeugender Mehrheit. Sie ziehen nach Little Rock. Er war ein sehr engagierter Justizminister. Er befasste sich mit Themen, mit denen er sich einen Namen machen konnte. 1978 hat er einen so guten Ruf, dass er zum Gouverneur des Bundesstaates Arkansas gewählt wird. Er ist 32 Jahre und der jüngste Gouverneur eines amerikanischen Bundesstaates. Seine erste Amtszeit als Gouverneur war eine Katastrophe. Er trat mit großem Idealismus an. Er wollte zu vieles auf einmal machen. Clinton bringt rasch einen Großteil der wichtigsten Wirtschaftsführer gegen sich auf. Ein weiteres Problem des neuen Gouverneurs ist die Wirkung seiner Mitarbeiter auf die Öffentlichkeit. Er beschäftigt Freunde aus Yale und Georgetown. Und diese jungen, gebildeten Liberalen aus dem amerikanischen Osten vertreten alles andere als die Werte der größtenteils konservativen Bevölkerung. Als er das Amt antrat, brachte er Leute von außerhalb des Staates mit, darunter hochrangige Mitarbeiter, die Bärte trugen, Leute, die mit Sandalen oder Shorts ins Büro kamen. Seine Ehefrau trug nicht seinen Namen und scherte sich nicht darum. Die Wähler sind vor den Kopf gestoßen. 1980 verliert Clinton sein Amt an den Republikaner Frank White. Nun ist er der jüngste Ex-Gouverneur eines amerikanischen Bundesstaates. Er entsprach genau der Beschreibung eines Rhodes-Stipendiaten. Ein gescheiter junger Mann, der eine große Zukunft hinter sich hat. Ganz besonders trifft diese Niederlage Hillary. Sie hatte ihre eigenen politischen Ambitionen geopfert und ist nun diejenige, die das Geld nach Hause bringt. Tochter Chelsea ist gerade ein Jahr alt. Hillary entscheidet, etwas für Bills Zukunft zu tun. Sie nimmt die Sache in die Hand. Sie nimmt den Namen Clinton an, ändert ihr Image und plant dann Bills Comeback bei den Gouverneurswahlen 1982. Zunächst entschuldigte er sich. Er erklärte, er habe Fehler gemacht, er habe zu viel, zu schnell gewollt. Arkansas habe letztlich recht gehabt, ihn aus dem Amt zu werfen. Clinton schließt Frieden mit dem Establishment von Arkansas und die Wähler vergeben ihm. Wenn wir heute gewinnen, dann bekomme ich etwas, das nur wenige jemals im Leben haben, eine zweite Chance, den Menschen von Arkansas zu dienen. Dieses Mal ist Clinton als Gouverneur außerordentlich beliebt. Er erreicht auch die eher konservativen Wähler. Die Reform des Bildungswesens macht er zu seinem zentralen Anliegen. Doch dann wird sein Ansehen durch Skandale beschädigt. Sein Bruder Roger wird 1984 wegen eines geringfügigen Drogendeliktes verurteilt. Eine Immobilieninvestition erweist sich als finanzieller Fehlschlag. Das Whitewater-Geschäft kostet die Clintons $68.000. Weit schlimmer jedoch ist die Tatsache, dass gegen Clintons Geschäftspartner James und Susan McDougal wegen Betrugs ermittelt wird. Und es wird gefragt, welche Rolle die Clintons in der Affäre spielen.
Wir deckten den Fall auf, durchleuchteten ihn und schrieben darüber. Aber an der Geschichte war nichts dran. Trotz dieser persönlichen Probleme gewinnt Clinton politisch immer mehr an Statur. 1985 wird er zum Vorsitzenden der amerikanischen Gouverneursvereinigung gewählt. Auch innerhalb der Demokratischen Partei steigt er auf. Er ist Mitbegründer des Democratic Leadership Council, einer Gruppe Demokraten, die die Partei landesweit stärker im Mittelstand etablieren möchte. 1988 wird er gebeten, auf dem Parteitag der Demokraten die Nominierungsrede für Michael Dukakis zu halten. Seine Rede ist mit 15 Minuten angesetzt, doch er spricht mehr als eine halbe Stunde. Und die Delegierten sind mehr als erleichtert, als er endlich zum Ende kommt. Michael Dukakis will never, never, never forget it. In closing. Clintons Rede ist eine Katastrophe. In der Presse wird sie gnadenlos zerrissen. Bei einem Auftritt in der Tonight Show schlägt er zurück. Die Presse hat ja ganz schön auf sie eingedroschen, zu Unrecht nach ihrer Meinung. Ich habe am nächsten Abend eine Menge Witze über sie gemacht. In Wirklichkeit habe ich das mit Absicht gemacht, ich wollte in diese Sendung kommen. Clintons lockerer Auftritt in der Tonight Show wird von weit mehr Menschen verfolgt als seine Rede auf dem Parteitag. Was wie ein fataler Fehlschlag ausgesehen hatte, erweist sich nun als Publicity-Erfolg. Er ist unglaublich zäh. Es gab ungeheuer viele Leute, die ihn völlig unterschätzt haben. Er ist am besten, wenn er kämpft und zurückschlägt. Skandale und Gespött machen Bill Clinton nur umso stärker. Doch die schlimmsten Prüfungen sollten erst noch kommen. Im Oktober 1991 kündigt Bill Clinton seine Kandidatur für die Präsidentschaft an. Er ist ein noch relativ unbekannter Gouverneur eines kleinen Staates im Süden, der den allgemein beliebten amtierenden Präsidenten George Bush herausfordern will. Der Weg bis zur Nominierung als demokratischer Präsidentschaftskandidat ist voller Tretminen und eine nach der anderen geht hoch. Die erste ist Jennifer Flowers, eine Fernsehreporterin aus Arkansas, die behauptet, eine Affäre mit Gouverneur Clinton gehabt zu haben. Clinton weicht nicht zurück. Im Januar 1992, mit Beginn der Vorwahlen, nimmt er in der Sendung 60 Minutes Stellung zu den Vorwürfen. Hillary ist an seiner Seite. Ich schließe aus Ihrer Antwort, dass Sie kategorisch bestreiten, eine Affäre mit Jennifer Flowers gehabt zu haben. Ich habe das bereits gesagt und Sie auch. Dennoch lehnt es der Gouverneur ab, auf die Eheprobleme, die er und Hillary zugeben, näher einzugehen. Sind Sie bereit, hier und heute zu sagen, dass Sie nie ein außereheliches Verhältnis hatten? Ich bin nicht bereit, hier etwas zu sagen, was ein verheiratetes Paar nur miteinander und mit niemandem sonst besprechen sollte. Ich bespreche das mit niemandem sonst. Unmittelbar nach dem Flowers-Skandal folgt ein anonymer Hinweis auf Clintons Jahre zurückliegenden Brief an Oberst Holmes, in dem er seinen Austritt aus dem ROTC erklärt. Clinton muss nun begründen, warum er nicht am Vietnamkrieg teilnehmen wollte. Wie viele aus meiner Generation war ich in einem Zwiespalt. Ich liebte mein Land, aber ich hasste den Krieg. Nur einen Monat später detonierte eine weitere Tretmine, die Frage nach seinem Drogenkonsum. Als ich in England war, habe ich ein- oder zweimal mit Marihuana experimentiert und ich mochte es nicht. Ich habe nicht inhaliert und es nie mehr probiert. Obwohl er umstritten ist, kämpft Clinton weiter. Er gewinnt immer mehr Vorwahlen. Er verspricht einen Richtungswechsel, falls er siegen sollte. Im Wettstreit um die Nominierung kann sich Clinton viele seiner Fähigkeiten zunutze machen, darunter sein Talent, Menschen für sich einzunehmen. Clinton ist jemand, der vor Publikum erst richtig aufblüht. And most energized in front of an audience. And I'll be there for you till the last dog dies. Genauso wichtig ist jedoch, dass Clinton Glück hat. Als er kandidierte, erwartete er, glaube ich, nicht, 1992 zu gewinnen. Es sollte ein Probelauf für 1996 sein. Er war davon überzeugt, dass jemand anders nominiert werden würde, einer von den politischen Schwergewichten.
Doch Clinton kann genügend Delegierte überzeugen und wird als demokratischer Präsidentschaftskandidat nominiert. Im Namen hart arbeitender Amerikaner, die unseren vergessenen Mittelstand bilden, nehme ich die Nominierung für die Präsidentschaft an. Mit 46 Jahren ist Bill Clinton der jüngste nominierte Präsidentschaftskandidat seit John F. Kennedy. Er und sein Mitstreiter Al Gore strahlen Jugend, Idealismus und Energie aus. Und anders als Präsident Bush wirkt Clinton wie ein Mann aus dem Volk. Die Wähler sehen in Bill Clinton den begeisterten Sportfan, einen hingebungsvollen Vater, der sich Zeit für seine Tochter Chelsea nimmt, und den ganz normalen Typen, der Fastfood liebt, egal was seine Waage dazu sagt. Clinton gewinnt die Wahl mit nur 43% Stimmen, nicht gerade ein eindeutiges Mandat, aber ausreichend, um der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden und der erste Demokrat im Weißen Haus seit 1980. An diesem Tag hat das amerikanische Volk mit großen Hoffnungen und Mut für einen Neuanfang gestimmt. In massive numbers, the American people have voted to make a new beginning. Es ist ein Neuanfang für Amerika und für Bill Clinton. I will faithfully execute the office of President of the United States. Aber schnell wird deutlich, dass er wenig Ahnung hat von der Washingtoner Politik. Am ersten Tag im Oval Office kündigt er an, der Diskriminierung Homosexueller im Militär ein Ende zu machen. Pentagon und Kongress reagieren empört und der Präsident zieht seine Entscheidung zurück. Es ist der erste von einer ganzen Reihe von Kompromissen, bei denen sich viele ratlos fragen, ob der neue Präsident für das eintritt, an das er glaubt. Er hat keine unveränderlichen Grundsätze, für die er alles geben oder seine Karriere opfern würde. Er sucht immer nach dem Mittelweg. Wenn es funktioniert, gut. Wenn nicht, endet es damit, dass beide Seiten wütend auf ihn sind und der Eindruck entsteht, dass er für nichts eintritt. Es scheint, als ob jede Entscheidung, jede Ankündigung, jede Ernennung sofort zum Boomerang wird. Clinton sorgt für Aufruhr, als er bekannt gibt, dass seine Frau Hillary das ehrgeizige Vorhaben für eine allgemeine Krankenversicherung leiten wird. Ich glaube, die Menschen waren verärgert, weil da jemand für etwas verantwortlich sein sollte, der nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte. Sie ist zweifellos die mächtigste First Lady in der amerikanischen Geschichte. Sie war immer bei allem seine Partnerin gewesen. Die Historiker werden eines Tages herausfinden, wie stark diese Partnerschaft gewesen ist und wie groß ihr Einfluss auf seine Präsidentschaft war. Die Gesundheitsreform gelangt im Kongress nicht einmal zur Abstimmung. Er bekam keine Schonfrist. Der erste Präsident, den ich kenne, dem das nicht zugestanden wurde. Die Presse nahm ihn in die Zange. Die Republikaner trauten Bill Clinton von Anfang an nicht. Und unter den Demokraten hatte er auch nicht viele Freunde. Eine Folge des Wahlkampfes von 1992 war, dass Bill Clinton von seinem Amtsantritt an nicht nur die Opposition gegen sich hatte. Viele Leute hatten ganz einfach das Gefühl, er gehöre nicht ins Weiße Haus. Und teilweise waren sie bereit, so ziemlich alles zu tun, um ihn dort wieder rauszukriegen. Clinton kann in seinem ersten Amtsjahr einige große Erfolge verbuchen. Er gewinnt die Unterstützung für das Freihandelsgesetz NAFTA, setzt das Recht auf Erziehungsurlaub durch, reduziert das Haushaltsdefizit. Er hilft Israelis und Palästinenser zu Friedensgesprächen an einen Tisch zu bringen. Aber am 6. Januar 1994 erleidet er einen großen persönlichen Verlust. Seine Mutter Virginia stirbt an Brustkrebs, nachdem sie lange dagegen gekämpft hat. Was immer Clinton in seiner Amtszeit auch widerfahren sein mag, dieser Schicksalsschlag war wohl der schlimmste. Eine Zeit lang befürchtete ich, dass es ihn aus der Bahn werfen würde, aber das passierte nicht. Mein Eindruck war, dass er mit dem Tod seiner Mutter ziemlich schnell fertig wurde. Während Clinton noch um seine Mutter trauert, holt ihn das fehlgeschlagene Whitewater-Geschäft wieder ein. Ein Sonderermittler wird mit Nachforschungen beauftragt und die Republikaner setzen einen eigenen Untersuchungsausschuss ein. Und dann taucht Paula Jones auf. Die frühere Staatsangestellte aus Arkansas behauptet, vom damaligen Gouverneur im Jahr 1991 in einem Hotelzimmer sexuell belästigt worden zu sein. And I sit on the couch.
Ich saß auf der Couch und er kam rüber und machte seine Hose auf. Er ließ die Hose fallen und zeigte sich mir. Er fragte mich, ob ich ihn dort küssen würde. Jones reicht gegen Clinton eine Klage wegen sexueller Belästigung ein. Zu diesen persönlichen Schwierigkeiten kommt auch noch politischer Machtverlust. Bei den Zwischenwahlen im November 1994 erringen die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat. Ein herber Rückschlag für Clinton, der fast hilflos erklärt, noch immer die Fäden in der Hand zu haben. Der Präsident ist noch immer maßgeblich. Kurz darauf stellt er das unter Beweis. Gegen den republikanischen Haushaltsplan 1995 legt er sein Veto ein. Die Fronten zwischen Weißem Haus und Kapitol sind verhärtet. Weil es keinen Haushalt gibt, müssen Behörden und Ämter zweimal ihre Tore schließen. Dennoch rettet Clintons Kompromisslosigkeit seine Präsidentschaft. Der Stimmungsumschwung kam mit der Behördenschließung, dem Government Shutdown. Die Amerikaner bekamen einen neuen Eindruck von Clinton. Seine Entschlossenheit wurde deutlich. Clinton beginnt, typisch republikanische Themen zu besetzen. So unterzeichnet er ein Gesetz, das von Fürsorgeempfängern verlangt, für ihren Unterhalt zu arbeiten. Ein Beispiel für die Neuausrichtung der Demokraten. Heute endet die Sozialhilfe in ihrer bisherigen Form. Er hat den Liberalismus neu definiert. Clinton hat die liberalen Traditionen mit dem Kapitalismus und dem Markt zusammengebracht. Nachdem die Republikaner ihn 1994 fast zu Fall gebracht hatten, kann Bill Clinton die Wähler zurückgewinnen. 1996 schlägt er Bob Dole mit deutlicher Mehrheit. Er gilt inzwischen als einer der besten Politiker seiner Zeit. Hier ist ein Demokrat, der es geschafft hat, in einer konservativ bestimmten Zeit, in der die Republikaner die Mehrheit stellten, zweimal zum Präsidenten gewählt zu werden. Nur sehr wenigen anderen Kandidaten hätte das 1992 und 96 gelingen können. Er ist zäh. Er geht vielleicht mal zu Boden, aber nicht K.O. Im Mai 1997 entscheidet das oberste Gericht, dass Paula Jones' Klage gegen Clinton wegen sexueller Belästigung noch während Clintons Amtszeit verhandelt werden darf. Paula Jones' Anwälte beginnen, Clintons Privatleben nach möglichen außerehelichen Beziehungen zu durchleuchten. Sie wollten herausfinden, ob sie dem Präsidenten nachweisen konnten, gewohnheitsmäßig Mitarbeiter sexuell belästigt zu haben. Sie hörten sich um, was er im Weißen Haus so trieb. Die Anwälte erfahren etwas über eine 24-jährige Praktikantin namens Monica Lewinsky. Gerüchten zufolge hat sich Lewinsky damit gebrüstet, eine Affäre mit dem Präsidenten zu haben. Doch nun leugnet sie dies unter Eid. Dann meldet sich Linda Tripp, eine frühere Kollegin von Lewinsky. Sie erklärt, heimlich Gespräche aufgezeichnet zu haben, in denen Lewinsky eine sexuelle Beziehung mit Clinton zugibt. Dieser habe ihr jedoch gesagt, sie solle die Affäre abstreiten. Wenn das wahr ist, ist der Präsident der Justizbehinderung schuldig, ein Vergehen, das zur Amtsenthebung führen kann. Kenneth Starr, der Ankläger, der bislang Whitewater untersucht hat, konzentriert sich nun auf diesen neuen Skandal. Der Präsident bestreitet alles, aber auf eine Art und Weise, die eher noch mehr Fragen aufwirft. Es gibt keine unangemessene Beziehung, die Anschuldigungen sind nicht wahr. Der Skandal beherrscht die Schlagzeilen und die Öffentlichkeit beginnt sich zu fragen, welche Auswirkungen er auf die Präsidentenfamilie hat. Hillary und Bill haben ein gemeinsames Unternehmen, ein Familienunternehmen genannt Politik. Sie sind wie das typische Paar, das über dem gemeinsamen Geschäft wohnt. Und wenn das Geschäft in Schwierigkeiten steckt, wird Hillary darum kämpfen. Dies ist eine rechtsgerichtete Verschwörung gegen meinen Ehemann, die mit dem Tag seiner Kandidatur begonnen hat. Im Sommer 1998 erleben sowohl Clintons Ehe als auch seine Präsidentschaft ihre schwerste Belastungsprobe. Am 6. August sagt Monica Lewinsky vor Kenneth Starrs Untersuchungskommission aus. Nachdem ihr Immunität zugesichert ist, gesteht sie eine Affäre mit dem Präsidenten ein. Ich freue mich darauf, auszusagen. Der Präsident selbst sagt am 17. August aus. 7 Monate lang hat er sich zu der Sache nicht geäußert.
Am Abend macht Präsident Clinton in einer Fernsehansprache das öffentliche Eingeständnis, eine unangemessene Beziehung zu Monica Lewinsky gehabt zu haben. In fact, it was wrong. Clinton entschuldigt sich, doch innerlich ist er aufgebracht. Die Star-Untersuchung hat ihn wütend gemacht. Ich glaube, er hat vor Wut gekocht. Er hielt es für einen weiteren Versuch seiner Gegner und Kritiker, ihn zu stürzen. Sie suchten ständig nach irgendwas, um ihn zu Fall zu bringen. Um ein anderes juristisches Problem aus der Welt zu schaffen, erklärt sich Clinton bereit, Paula Jones $850.000 zu zahlen, ohne Schuldanerkenntnis. Zur selben Zeit finden im Kongress Anhörungen zum Lewinsky-Skandal und einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton statt. Am 19. Dezember 1998 votiert der Senat dafür, gegen Clinton wegen gravierender Verbrechen und Vergehen zu verhandeln. Clinton ist nach Andrew Johnson erst der zweite amerikanische Präsident, gegen den es tatsächlich zu einem solchen Verfahren kommt. Er erklärt, im Amt zu bleiben und sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Ich möchte das amerikanische Volk heute wissen lassen, dass ich weiterhin entschlossen bin, mit allen Menschen in beiden Parteien zusammenzuarbeiten, die guten Glaubens und bereit sind zu tun, was das Beste für unser Land ist. Um die Nation zu einen, die Menschen aufzurichten, uns alle miteinander voranzubringen. Es ist das, was ich seit 6 Jahren versucht habe. Es ist das, was ich beabsichtige, 2 weitere Jahre zu tun, bis zur letzten Stunde des letzten Tages meiner Amtszeit. Anfang 1999 beginnt der Senat mit dem förmlichen Verfahren. Die Frage ist, ob der Präsident das Gesetz gebrochen und damit seinen Amtseid verletzt hat. Doch die Öffentlichkeit ist auf Clintons Seite. Die Tatsache, dass es für Clinton gut ausgegangen ist, ist nach fast einhelliger Auffassung auf die Meinungsumfragen zurückzuführen. Diese zeigten deutlich, dass die Amerikaner das Verfahren ablehnten und wollten, dass er sich um die Angelegenheiten des Landes kümmern konnte. Nach 5-wöchiger Verhandlung verkündet der Senat Bill Clintons Freispruch. Hiermit wird angeordnet, dass William Jefferson Clinton, Präsident der Vereinigten Staaten, von den Anklagepunkten freigesprochen wird. Clinton wird bis zum regulären Ende seiner Amtszeit Präsident bleiben. Ich bin beschämt und sehr dankbar für die Unterstützung, die ich von Millionen Amerikanern im vergangenen Jahr erhalten habe. Einen Monat später gibt sich Clinton weniger demütig. Ich betrachte dieses Verfahren nicht als Grund zur Scham, und zwar deshalb nicht, weil ich es nicht für berechtigt und richtig hielt. Ich habe etwas getan, dessen ich mich schäme und wofür ich mich entschuldige, aber das hat nichts mit dem Amtsenthebungsverfahren zu tun. Clinton hat noch 2 Jahre als Präsident vor sich, doch der Skandal schwächt seine Position bis zum Schluss. Innenpolitisch kann er keine größeren Vorhaben mehr durchsetzen, aber er greift im Kosovo-Konflikt ein. Infolge der NATO-Luftangriffe wird der serbische Diktator Milosevic gestürzt. Bill Clinton mag von den Republikanern hier im Land verächtlich gemacht werden. Man erinnert sich an Monica Lewinsky und das Verfahren. Aber überall sonst in der Welt sieht man in ihm denjenigen, der die ethnische Säuberung in Bosnien und im Kosovo gestoppt hat, der für Frieden in Irland gekämpft hat, der das Oslo-Abkommen für den Nahen Osten vermittelt oder mindestens die Schlüsselrolle dabei gespielt hat. Und dank des stärksten Wirtschaftswachstums in der jüngeren Geschichte der USA hat Clinton den Haushalt nicht nur ausgeglichen, sondern kann sogar den größten Überschuss verzeichnen. Eines seiner Vermächtnisse ist fraglos die starke Wirtschaft. Wir sind Zeugen eines anhaltenden ökonomischen Aufschwungs geworden, mit einem Wachstum, das es in Größenordnung und Dauer so seit der Nachkriegszeit noch nicht gegeben hat. Bei den Präsidentenwahlen im Jahr 2000 versucht Vizepräsident Al Gore, Clintons Popularität zu nutzen, ohne aber mit seinen Skandalen in Verbindung gebracht zu werden. Al Gore erwähnte Clintons Namen so gut wie nie. Er hielt ganze Wahlkampfreden, ohne Clinton überhaupt zu erwähnen. Aus Clintons näherer Umgebung weiß ich, dass ihn das sehr verletzt hat. Mit einem denkbar knappen Ergebnis und nach einem harten Wahlkampf verliert Gore gegen George W. Bush, den Sohn des Mannes, den Clinton aus dem Weißen Haus vertrieben hatte. Nun wird die Familie Bush dort wieder einziehen. Und Clinton muss sich einen neuen Platz in der Welt suchen.
Auch wenn ich nicht mehr Präsident bin, ich werde bei euch sein bis zum Schluss. Ich verlasse das Amt idealistischer und hoffnungsvoller, als ich an dem Tag war, als ich es antrat. Im Alter von 54 Jahren ist Bill Clinton der zweitjüngste Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Bei seinem Abschied sind Umfragen zufolge 68% der Amerikaner zufrieden mit seiner Arbeit. Clinton muss nun entscheiden, was er mit dem Rest seines Lebens anfängt. Zunächst unterstützt er Hillary, die sich im Jahr 2000 erfolgreich als Senatorin von New York bewirbt. Aus dem Schatten ihres Mannes getreten, kann Hillary Clinton ihre eigene politische Karriere entfalten. Sie ist nicht nur die erste ehemalige First Lady, die Senatorin wird, sondern gewinnt auch rasch großen Einfluss in der Demokratischen Partei. Häufig wird sie als künftige Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Seit 22 Jahren oder länger stand meine politische Karriere im Vordergrund. Ich habe zugestimmt, dass sie die nächsten 22 Jahre bekommt. Und wenn ich dann noch da bin, sehen wir, was im dritten Abschnitt passiert. Bill Clinton zieht nach Chappaqua, nördlich von New York City. Allerdings ist er dort viel allein, denn Hillary ist meistens in Washington. Clinton eröffnet ein Büro in der 125. Straße in Harlem. Dort beginnt er, an seinen Memoiren zu arbeiten und Geld für eine Stiftung zu sammeln, die weltweit AIDS bekämpft. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, in den Entwicklungsländern die Zahl der Kranken, die eine Behandlung erhalten, bis zum Jahr 2008 von 400.000 auf 2 Millionen zu erhöhen. Mit Unterstützung des Welternährungsprogramms der Weltgesundheitsorganisation und der Medizinischen Fakultät von Harvard gelingt es Clinton, die wichtigsten Pharmakonzerne zu überzeugen, in der dritten Welt den Preis für HIV- und AIDS-Medikamente drastisch zu senken. Nach den Anschlägen vom 11. September bildet er mit seinem früheren politischen Gegner Bob Dole ein Team und sammelt für die Familien der Opfer 100 Millionen Dollar. Währenddessen arbeitet er weiter an seiner Biografie, für die er einen Rekordvorschuss von 10 Millionen Dollar erhält. Als Mein Leben im Sommer 2004 veröffentlicht wird, steht Bill Clinton noch einmal im Rampenlicht. Ich habe versucht, mehr über mein Leben zu sagen als irgendjemand sonst und vermutlich mehr, als man sollte. Er erzählt über seine nicht einfache Kindheit und nimmt eine ehrliche Bewertung seiner Präsidentschaft vor, vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Erfolges und seiner größten Fehler. Mein Leben wird sofort zum Bestseller. Allein in den USA werden innerhalb von 6 Monaten mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft. Nicht zuletzt, weil Clinton kräftig die Werbetrommel rührt. Ich bedauere, dass wir die allgemeine Krankenversicherung nicht durchgesetzt und die Sozialversicherung nicht reformiert haben. Außenpolitisch bedauere ich, dass es mir nicht gelungen ist, Osama bin Laden zu fangen, sowie ich bedauere, dass ich Israelis und Palästinenser nicht dazu bringen konnte, Frieden zu schließen. Clinton berichtet zudem ausführlich über die Lewinsky-Affäre und ihre Folgen. Meinen persönlichen Fehler werde ich immer bedauern, aber ich werde immer stolz sein, dass ich bei dem Amtsenthebungsverfahren nicht zurückgetreten bin. Solange ich lebe, werde ich stolz sein, dass ich gekämpft und sie besiegt habe. Ich glaube immer noch, dass es ein Scheingefecht war. Am schwierigsten, erklärt Clinton, sei es gewesen, den Schaden zu beheben, den er mit seinem Verhalten seiner Familie zugefügt hatte. Hillary musste entscheiden, ob sie weiter mit mir verheiratet sein wollte. Sie beschloss es zu versuchen. Und wir vereinbarten, an unserer Ehe zu arbeiten. Wir nahmen uns einen Tag in der Woche, einen ganzen Tag in der Woche. Etwa ein Jahr lang oder etwas mehr waren wir bei der Eheberatung. Auch gesundheitlich hat Clinton zu kämpfen. Am 6. September 2004 muss er sich einer vierfachen Bypass-Operation unterziehen. Die Operation verläuft ohne Komplikationen. Seine Genesung verläuft normal. Zur gleichen Zeit wird die Frage gestellt, welche Rolle Clinton im Wahlkampf 2004 spielen soll. Könnte er angesichts des Erfolges seines Buches und seiner Präsenz in der Öffentlichkeit dem demokratischen Kandidaten John Kerry nutzen? Oder ihm eher schaden. Clinton verspricht, den Wahlkampf zu unterstützen. Die Menschen lieben ihn.
Wenn er unterwegs ist, versammeln sich die Massen. Die Leute bewundern diesen Mann. Kurz nach der Wahl 2004 wird Bill Clintons Präsidentschaft mit der Eröffnung der Clinton Library in Little Rock, Arkansas gewürdigt. Bei der Einweihung sind unter den 30.000 Gästen die ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, George Bush und der amtierende Präsident George W. Bush sowie Prominenz aus Kultur und Politik. Bitte folgen Sie diesen weltweiten Aufrufen. Nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Dezember 2004 nutzt Bill Clinton seine herausragenden Fundraising-Fähigkeiten, um gemeinsam mit seinem Vorgänger George Bush und seinem Nachfolger George W. Bush den Opfern zu helfen. Nach dem verheerenden Tsunami, der Südostasien ohne Vorwarnung heimgesucht hat, leistet die ganze Welt dort Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Wenn Sie diese lebensrettende Arbeit bereits unterstützt haben, danke. Kurz darauf reist er mit dem ehemaligen Präsidenten Bush im Rahmen der Spendenkampagne in die Tsunami-Region. Sie hätten ihn sehen sollen, wie er von Stadt zu Stadt, von Land zu Land zog. Ein Energiebündel. Bei seiner Rückkehr jedoch leidet Clinton unter Atemproblemen, verursacht durch eine Zunahme von Narbengewebe und Flüssigkeit im Lungenbereich. Es ist eine Folge seiner Bypass-Operation. Im März 2005 wird er erneut erfolgreich operiert. Nur 3 Wochen später wird Bill Clinton für sein humanitäres Engagement mit dem Jimmy and Rosalynn Carter Award ausgezeichnet. Ob Clinton ein großer Präsident war, ist in Amerika noch immer umstritten. Clintons Vermächtnis wird immer durch den Lewinsky-Skandal getrübt sein. Von der Anklage durch das Repräsentantenhaus, auch wenn er vom Senat nicht verurteilt wurde. Ich glaube, dass ihm das immer anhaften wird. I think this will always be a footnote to everything about Bill Clinton. Clintons politischer Sachverstand könnte jedoch noch einmal Bedeutung gewinnen, sollte sich Hillary Clinton entscheiden, selbst für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ich glaube, wir werden Hillary Clinton noch als Präsidentschaftskandidatin erleben. Dann wird sich die Frage stellen, welche Rolle der ehemalige Präsident Clinton im Wahlkampf spielen wird. Ich glaube, seine Zukunft wird stark davon abhängen, ob seine Frau Präsidentin wird oder nicht. Ich glaube, irgendwann in diesem 21. Jahrhundert werden wir zurückblicken und sagen, meine Güte, wir haben damals gar nicht begriffen, wie außerordentlich talentiert dieser Präsident war.